Hola amigos y americos. Die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Komm zur Höhle. Oh, und ihr habt es gehört, wir haben wieder eine neue Queste. Und diese werden wir wahrnehmen. Wir müssen also quasi nach dieser Spielpause nicht wieder komplett hier alles erkunden. Nein, nein, wir können mit unserem getreuen Supersportwagen, den wir hier vom Start des Spiels geschenkt bekommen haben, quasi sofort losmachen. Moment, ich verfahre mich noch kurz. Wo fahre ich denn hin? Die Antwort weiß nur der Wind. Ich würde sagen, wir fahren erstmal am Strand entlang und freuen uns an der Landschaft. Ja, also doch schon sehr strandfest, diese Autos hier. So, jetzt sind wir auch in der Provinz Kauda. Das war natürlich alles geplant, dass wir hier hinkommen. Ja. Ich bin mir bloß noch etwas unsicher, wie wir denn da durchkommen wollen. Aber auch das kriegen wir ja irgendwie hin. Wir fahren da einfach jetzt mal durch das Gebirge. Oder die Insel. Die Basis. Irgendwie so. Das geht doch. Einträumchen, wie man hier quasi tiefenentspannt unseren Fahrschulsimulator 2000. Rolf komplett abschließen können. Und wir kommen sogar unserem Ziel näher. Verblüffend. Ja, heroisch ist er rausgesprungen. So, wo müssen wir hin? Dahinter. Hui. Ja, wir kommen zumindest näher. Hui! Hui! Ist schon verblüffend, wenn man das so ein bisschen übt, dann ja, klappt das auch. Mit dem weißen wäre so, da steht der Panzer. Sehr, sehr schön. Na dann schauen wir mal, was wir rausgefunden haben über das gute Stück. Würde ich sagen. Oh, jetzt hat mein Fuß geknackt. Uiuiui, der alte Mann wieder. Sauerei. Ich will zu meiner Granmadre. Wie geht's Mario? Dem geht es ganz gut. Rico, töte mich bitte. Aber er ist schlimmer als ein Baby. Aber ein ganz süßes. Na, wenn du das sagst. Oh, Rico, ich hab hier was Interessantes. Was hat Sino hier verloren? Oh, ausreichender IQ. Er sagt, er hat früher für das Bavarium-Waffenprogramm gearbeitet. Die Diagnose ist fasziniert. Das Bavarium wird direkt in die Panzerung eingearbeitet. Dadurch wird es immun gegen konventionelle Waffen, Explosionen und Feuer. Okay, also unbesiegbare Panzer. Gibt's eine gute Nachricht? Ich weiß noch nicht, wie man das Schild deaktivieren kann. Und was genau ist daran gut? Tja, wir wissen, dass viele Teile des Panzers in einer Fabrik in der Nähe gefertigt werden. Okay, Dima, das sehen wir uns an. Nein, 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 zu gefährlich. Theo hackt sich in die Systeme. Oh, nein, nein, nein. Theo repariert diesen Panzer und dann verkaufen wir ihn. Die Krankheit, um das Heilmittel zu kennen, könnte noch viel mehr wert sein. Oh, du willst eine neue Waffe entwickeln. Dann ist ja alles klar. Dann machen wir drei Hübschen uns mal schnell an die Arbeit, was? Okay, wir sorgen dafür Ärger, du erledigst die Verstärkung und dann greifen wir zusammen die Fabrik Klingt an. Nach einem Plan. Nein, 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 nicht anfassen! Viel Spaß, du Wahnsinniger. Also Mario wird überleben. Wir sind eigentlich jetzt alle sehr glücklich. Und interessante neue Charaktere, die wir da dazu gekriegt haben mit Theo und dieser komischen Söldnerin. Ich sehe sich da ja schon eine tiefe, innige Love-Story anbahnen. Moment. Nein. Nein, das sehe ich nicht. Wirklich nicht. Also das Letzte, was ich sehe, ist eine tiefe, innige Love-Story. Wilder, hemmungsloser Smalltalk vielleicht, du aber... Du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Du
Ja. Wie gesagt, wilder, hemmungsloses Smalltalk, das sehe ich noch. Ah, Rico, verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzer, Sheldon? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die Schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die Schwarze Hand? Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravellen. Große Typen, gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, amigo. Also ich sehe bei Sheldon noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich sein. Okay, und da ist jetzt unser Ziel. Ich bin mal auf die perfide Ablenkung, die uns angekündigt wurde. Gespannt. Hier anzumachen, weil das Unmögliche. Ja, meine explosionsfreie Landung ist uns nicht ganz geglückt, aber immerhin fast. Nein, da müssen wir gar nicht hin. Na gut, dann da. Oh, ich sehe da etwas. Rico, wie sieht's aus? Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. So, wo müssen wir hin? Moment. Jetzt muss ich mit der Sniper umgehen. Natürlich. Aber ich wusste, worauf das hinausläuft. Schön. Wunderschön. Ja, romantische Bilder. Ach, ist das ein schönes Spiel. Nein, sorry. Jetzt hing ich glatt noch bei Banner Saga fest. Kann man ja mal ganz schnell verwechseln. Ist ja nun, ja, quasi 1:1 dasselbe Spiel, andere Engine. Sehr subtil. So. Wie bestellt. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. Wo ist er denn? Moment. Wo ist mein Raketenwerfer? Was? Kann ich nicht schon ernst sein, oder? Na, geht doch. Erstaunlich. Mein. Au. Fuck. So. Sehr schön. An dieser Stelle danken wir dem netten Piloten für die Einführung des Rotgas. Weil er uns ja quasi, keine Ahnung, den Helikopter beschert hat. Gibt es viele dieser Raffinerien?
Eine Handvoll. Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium aus dieser Raffinerie gebaut wurde. Das hat die Analyse der enthaltenen Metalle ergeben. Vergleicht man die Spuren verschiedener Mineralien mit einer geologischen Karte von Medici, ist es einfach. Danke, Theo. Hey, kommt ihr beiden jetzt, oder? Hey, nicht jeder kann fliegen. Da kommen sie. Aber... ist da jemand? Nö. Amüsieren wir uns ein bisschen. Zerstör den Schaltkasten. Das müsste das Tor öffnen. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. Okay. Na, sie steht auf uns, Leute. Ich hab's nicht schon gesagt. Es ist schon Klischee. Also latent, dieses Spiel ist ja sonst eigentlich sehr klischeefrei. Aber die coole Blonde mit der dicken Wumme, die ansonsten aber nicht mal ein T-Shirt trägt, naja. Und dazu noch sexy Ladebildschirme. Ja, yeah, Leute, die wissen, wie sie uns verwöhnen müssen. Bedeckung, während ich die Daten unterlade. Beeil dich! Annika, ich bin drin. Verdammt, noch eine Firewall. Das Laufwerk hat eine komplizierte Verschlüsselung. Das dauert noch etwas. Schön, dass du beeindruckt bist, aber lange überleben wir das hier nicht. Okay, da kommt noch mehr. Nein. Ich hab's gleich. Die Sicherheitsprotokolle sind extrem robust. Ist mir egal. Die Verschlüsselung ist wesentlich komplexer, als ich erwartete. Theo, das ist mir egal. Knack das Ding! Ja. Download läuft. Gleich hab ich's. Ja, Gott sei Dank ist sie gut, denn ich bin's nicht. Oh Gott, Leute. Fertig, verschwinden wir. Ach, schön. Nördlich von euch. In dem Hangar steht ein Helikopter. Ich gebe euch Deckung. Ach, das kann doch nicht so ernst sein. Ja, geht doch. Naja. Ich könnte zumindest stolz behaupten, dass wir auch mal einen getroffen haben. Wenn auch mehr als Ausnahme, denn als Absicht. Wir rücken vor, Rico! Gib uns Deckung! Alter, ich komme jetzt runter. Da komme ich besser. Da kommen sie! Wenn du zu schnell zu viel Bavarium reinfährst, geht hier alles hoch.
Entschuldigung. Wir rücken weiter vor. Gib uns Deckung. Ja. War doch schon echt gut, Leute. Respekt, also weiter würde ich sagen, geht's dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich erst einmal, bis denn dann.